Wenn ihr einen Rechtsanwalt für Verkehrsrecht sucht, weil ihr geblitzt wurdet, es also um eine Geldbuße, Punkt in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot geht, dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig. Warum das so ist, erfahrt ihr gleich. Hallo, mein Name ist Jochen Flegel. Ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Anwaltskanzlei Flegel Rechtsanwälte. Ich möchte an dieser Stelle noch schnell auf unseren Bußgeldcheck unter bußgeldcheck.flegel-rechtsanwälte.de verweisen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video. Ihr könnt damit kostenlos und unverbindlich das Schreiben, das ihr von der Bußgeldstelle erhalten habt, von uns prüfen lassen. Also, wenn ihr zu schnell gefahren oder eine rote Ampel überfahren oder den Mindestabstand zum Vordermann nicht eingehalten haben sollt, kann ich euch helfen. Ich bin Rechtsanwalt für Verkehrsrecht und werde auf diesem Gebiet ausschließlich in Bußgeldangelegenheiten tätig. Da ich schon seit Jahren Betroffene verteidige und tausende Bußgeldverfahren bearbeitet habe, verfüge ich über eine sehr große Erfahrung im Umgang mit Anhörungsbögen, Bußgeldbescheiden und Zeugenfragebögen. Wenn ihr mich wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr beauftragt, werde ich Akteneinsicht bei der Bußgeldstelle beantragen. Das ist wichtig, um an die Informationen gelangen zu können, die der Behörde vorliegen. Mit diesen Informationen kann ich das Bußgeldverfahren unter anderem in tatsächlicher, technischer und rechtlicher Hinsicht angreifen. Zudem kann ich euch empfehlen, wie ihr euch am besten verhalten solltet. Natürlich ist mir bewusst, dass gerade dann, wenn Punkte in Flensburg euren Führerschein gefährden oder ein Fahrverbot gegen euch verhängt werden soll, auch eure berufliche Zukunft auf dem Spiel stehen kann. Es ist mir aber auch schon häufig gelungen, Verfahren zur Einstellung zu bringen oder ein Fahrverbot in eine höhere Geldbuße umzuwandeln. Es ist problemlos möglich, dass ihr uns aus ganz Deutschland beauftragt. Solltet ihr über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, verzichten wir in Bußgeldverfahren bei außergerichtlicher Beauftragung sogar auf die Geltendmachung einer Selbstbeteiligung bis zu 150 Euro. Mit diesem Verzicht wollen wir vermeiden, dass ihr auf Kosten sitzen bleibt, und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns beauftragt. Keine Frage. Also, das war unser Video zum Thema Verkehrsrecht. Nehmt einfach unverbindlich Kontakt mit uns auf, wenn euch die Bußgeldstelle jagt und ihr nicht nur einen Rechtsanwalt für Verkehrsrecht, sondern einen Bußgeldanwalt sucht. Wir freuen uns, von euch zu hören und helfen euch gern. Bis dann.